Okay, mit wem fange ich an? Mit wem fange ich an? Fangen wir hier unten an. Du siehst fancy aus. Change the name. Alright. Cameraman. Alright. Pictures, photos, voyeur. Jump for me. Basilicon stuff. Geez, food here never works. Does she know how hard things are for us? Huh? No, no, I'm not complaining. Oh, danke. Dein Leid hat uns einen Pott gebracht. Game, Shiro. Oh, thank you. If you can continue in the game, do quests for a while. Apparently there's a lot of stuff you can find that way. Huh. So. Fangen wir an mit Neptun. Ich frage mich, wo ich bin. Fluty sagt zwar die ganze Zeit, dass das hier Planetune ist, aber niemals. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe eine neue Freundin. So vom Himmel herunterzufallen. Und ein irresponsible person. Was für eine verantwortungslose Person. Und dann Ganze noch die Krone aufzusetzen, sagt sie immer so merkwürdige Sachen, wie zum Beispiel, dass sie eine CPU sei. Aber irgendwie kann ich mich einfach nicht dazu überwinden, sie zu hassen. No. Okay. Gehen wir von oben einfach runter durch. Cool, einfach so. Oh. Oh, That didn't happen. That didn't happen. Hyperdimension Neptunia Rebirth 3. That didn't happen. That didn't happen, ist alles in Ordnung. Ich frage mich immer noch, ob die im Basilikum wirklich alles Kerle sind, weil so lange Haare sind für einen Kerl relativ ungewöhnlich. Ich habe übrigens nochmal neu gestartet, weil ich gerade irgendwie Angst hatte, dass ich das Event verpasst hätte. So. Alright, ist du. Ha! Ich habe so das Gefühl, dass ich heute in eine bekannte Person hineinlaufen werde. Ah, yep. Und gerade wo ich es ausspreche, wird es jetzt Wirklichkeit? Cave! Wo bin ich? Oh, geil! Es ist Cave! Du bist Neptune, oder? Dingli-du! Du hast es richtig verstanden. Jedermanns Favorit von überhaupt allen. Neptune. Dann ist das hier Planetune? Ich war gerade noch in Leanbox. Ah, also lass es mich erklären. Ich verstehe, also ist das hier eine andere Dimension. Moment mal, du erklärst schon Dinge, die wir noch gar nicht wirklich angesprochen haben, but okay. Unser Treffen war vorherbestimmt. Auch wenn es nicht sonderlich viel sein dürfte, erlaube mir bitte, dir meine Stärke zu leihen. Lass uns zusammen einen Weg nach Hause finden. Yay, cool, immerhin... Ah, 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 ah,
Wo sind die anderen? Da war gerade noch ein riesiger Haufen von Charakteren. Ganz viele. Was ist hier los? Puh. Okay, er hat nur nicht nachgeladen, wie es aussieht. Holy shit. Alles klar. Ich war, glaube ich, zu übereifrig. Puh. Und wieder ist für mich die Zeit gekommen, ein wenig auf Enchan herumzusurfen, um dir die neuesten Memes anzusehen. Was ist das heißeste Thema im Moment? Wow, der hier sagt, ein Boot wurde in einem riesigen gewaltigen Sturm erfasst und ein Passagier ist über Bord gefallen. Und seitdem wird er vermisst. Oh mein Gott, ich hoffe, sie können schwimmen. Ah, was ist dieses Licht? Es ist in meinen Augen. Ich frage mich gerade, welche Oh, es ist diese echt jetzt? Ah, ich ertrinke, ich werde sterben. Luft, ich brauche Luft, irgendjemand Hilfe. Wo ist das? Wo bin ich? Bin ich sicher? Moment mal. Einen kurzen Augenblickchen mal. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du doch die Falcom aus dieser Dimension. Die Große ist nämlich aus der Hyperdimension. Du bist von hier. Also warum... Oder bringe ich das gerade durcheinander? Warte mal. Hat Neptune jetzt sich Sachen angeguckt aus dieser Dimension und deswegen ist diese Falcom jetzt da gelandet? Dann ergibt es irgendwie Sinn und irgendwie auch nicht. Ah, who am I to judge? Das Licht hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Und sie ist ganz durchnässt von dem Lichtgeburten-Ding oder so. Hä? Jo, sehe das Gesicht von jemandem, der keine Ahnung hat, was hier gerade vor sich geht. Ich war gerade noch in einem Sturm. Ich bin ins Wasser, ich bin ins Meer gefallen und dann... Ich hatte wirklich gedacht, ich ertrinke. Weißt du, was passiert ist? Ich werde dir antworten. I will answer you because my soul... weil meine Seele über 50% Nettigkeit verfügt. Also, um es kurz zu machen, ein Licht tauchte auf und du bist daraus herausgefallen. Ein Licht, das stimmt schon. Ich habe ein merkwürdiges Leuchten gesehen, als ich ins Meer gefallen bin. Ich habe auch ein Gelächter gehört. Gelächter? Unter dem See? Ja, in der Mitte des Ozeans. Ich dachte, ich hörte ein Lachen ungefähr wie K-K-K oder so ähnlich. Oh Gott. Oh Gott, ich kenne die Referenz. Ah, k-k-k. Oh, das Problem ist, es gibt ein paar Charaktere, die diese Lache haben. Komm hier nicht drauf. Ha, dieses Shonen-Bio-Gelächter könnte nur... Ja, rede weiter. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Falcom, eine Abenteurerin. Falcom? Nun, wo... Naja, jetzt wo ich gerade in dein niedliches Antlitz sehe, siehst du ihr schon ziemlich ähnlich. Hm? Hey Leute, Falcom ist eine Abenteurerin, die gegen ASIC... die mit uns gegen ASIC in den vorherigen Spielen gekämpfte. Dieses Mädel da ist kleiner als die Falcom, die ich kenne. Also muss sie in diese Dimension hier gehören. Ja, also doch, okay. Okay, ich war zu übereifrig. Der zweite Gedanke von mir war richtig. Alles klar. Ich bin Neptune. Meiner einer glaubt, dass es das Schicksal war, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Also es ist nett, dich kennenzulernen. Gleichfalls.
Also, du hast gesagt, du bist während eines Sturms über Bord gegangen oder so ähnlich, nicht wahr? Wo wolltest du überhaupt hin? Wie schön, dass du mich das fragst. Es wurde eine neue Insel entdeckt im südlichen Ozean. Ein wildes, noch unerforschtes Land wie das ist perfekt für Abenteurer wie mich, um es zu erforschen. Cool, das Unbekannte erforschen, ne? Also bist du ziemlich tough, Kleine. Ja, ich habe zwar gerade erst angefangen, auf Abenteuer zu gehen, aber ich habe schon ziemlich viele böse Leute niedergeschlagen mit meinem treuen Schwert. Nein! Weg! Es ist alles weg! Außer meinem Schwert! Ist all mein Besitz etwa im Zentrum des Meeres verschwunden? Was soll ich jetzt tun? Meine Vorräte und mein Geld! Oh nein! Oh Mann, mein Portemonnaie führt mit dir. Aber warte, warum tun wir nicht uns einfach für eine Weile zusammen? Hä? Bist du dir sicher? Ja, klar, helfe den Hilflosen oder so ähnlich. Vielen Dank, Neptune. Das ist auch eine Möglichkeit, jemanden in die Party zu kriegen. Okay, da haben wir es wieder. Alright, gut, gut, gut. Wo bin ich? Oh, dieser wundervolle Sirenengesang könnte doch nur von einer kommen. Ja, es ist 5PB. Oh, Neptune, ich bin so erleichtert. Endlich jemanden, den ich wiedererkenne. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, aber sogar 5PB hat es hier rüber geschafft. Also, was ist passiert? Was meinst du? Zu denken, dass ich in einer anderen Dimension bin? Was soll ich nur machen? Ganz ruhig bleiben, Kleines. Es wäre ja nicht, als ob du alleine hier bist. Oder gibt es etwas anderes, was in deinem Kopf vor sich geht? Naja, eigentlich... alle scheinen irgendwie vergessen zu haben, dass ich ziemlich schüchtern bin. Oh, stimmt. Ich kannte alle Leute in unserer Dimension, also wurde ich etwas besser damit, aber was soll ich jetzt tun? Mein Gehirn hat schlichtweg einfach das Wissen darum war verbrannt, dass du schüchtern im Gegenwart von Fremden bist. Sah das nur für mich so aus, als ob da ganz kurz für den Bruchteil eine Sekunde 5PB gestanden hat? Naja. Aber hey, du bist ziemlich aufgeplustert, sobald du dich auf eine Bühne begibst. Ja. Dann geh doch auf die Bühnen in all den Städten hier. Freunde dich, make friends by being... Achso, mache dir Freunde, indem du einfach energisch bist und so. Energievoll, energiegeladen und sowas bist. Aber ich glaube nicht, dass hier überall Bühnen für mich bereitstehen, wo wir auch hingehen werden. Wir können das Problem nach und nach bewältigen. Also Moment, willkommen im Club, 5PB. Ah, wir haben es bald. Ah, ich habe heute so hart gearbeitet, dass ich... I can't even work hard at being lazy. Achso, ich habe heute so hart gearbeitet, ich kann nicht mal mich so hart dran setzen, faul zu sein, um mich von der ganzen Arbeit zu erholen. Vielleicht liegt es ja nur an mir, aber die Kämpfe werden immer härter. Mein Körper könnte das nicht mehr lange aushalten. Ich kenne diese Stimme. Bist du das, Neptune? Na, wenn das nicht meine beste Kumpelinchen Cybercon ist. CyberConnect 2. Ich sollte vielleicht erstmal den richtigen Namen zu Anfang benutzen.
Ich wusste es. Zum Glück bin ich endlich in jemanden reingerannt, den ich kenne. Und hier haben wir CyberConnect 2, aka CyberCon. Um es kurz und schmerzlich zu machen, sie hat uns im letzten Spiel ausgeholfen. But what are you doing over... Achso, aber was machst du hier drüben in dieser Dimension, CyberCon? Dieser Dimension? Verstehe, keine Wunder, dass die Markierungen hier so unbekannt aussehen. Ich hatte keine Ahnung, dass dies hier ein völlig anderes Planetune ist. Also, was hat dich hierher versetzt? Keine Ahnung. Ich war auf dem Weg, meine wöchentliche Zeitschrift zu kaufen und dann wurde ich von einem merkwürdigen Licht hier hineingesogen. Jupp, dieses Licht benutzt immer wieder den alten Trick. Irgendwas anderes noch, an das du dich erinnern kannst? Oh, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand gelacht hat. Es war so wie k-k-k oder etwas in dieser Art. In dieser bösen Art und Weise. Ich frage mich, ob sie es ist. Warte. Was geht wie vor? Ich war auf dem Weg, meine wöchentliche Ausgabe zu kaufen. Erinnerst du dich? Wie soll ich das jetzt in einer anderen Dimension machen? Oh Mann. Oh Mann, all die Manga waren gerade an ihren guten Stellen. Backup? Backup? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was Neptune damit sagen will. Ja, es hilft alles nichts, jetzt wo ich in einer anderen Dimension feststecke, ha. Huh? Ich muss einfach nur interessante Manga finden, die ich auch hier lesen kann. Sie ist bereits darüber hinweg. Und alles nur mit Hilfe der Fähigkeit positives Denken. Es wird sich nichts ändern, wenn du die ganze Zeit depressiv bleibst. Es war ziemlich schade, dass ich meine Favoriten nicht lesen kann. Aber wenn hier die ganzen Sachen anders sind, gibt es eine Menge Dinge, die ich hier auch tun kann. Ich bin sogar mehr aufgeregt als wirklich. Was wollte ich nochmal sagen? Ich bin mehr aufgeregt als... Keine Ahnung, niedergeschlagen. Ich weiß nicht, was ich zuerst sagen wollte. Auf jeden Fall war es falsch. Tja, so stehen die Dinge halt. Also zeig mir bitte den nächsten Bookstore, Neptune. Hey, warte! So muss das sein. Einfach mit dem Flow gehen. Oh Gott. Da sie die Präsenz ihrer baldigen Wifis gespürt hat, ist Red nun hier. Ah, das ist ja eine Überraschung. Aber, wenn das nicht meine Wifi ist? Was für ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Könnte es vielleicht Schicksal sein? Nein. Nein, nicht, dass ich dich auch nur ansatzweise verstanden hätte. Ich meine, warum bist du hier in dieser Dimension, Red? Dimension? Ah, das ist eine andere Dimension. Sieht für mich irgendwie gleich aus. Wie bist du hingekommen? Wurdest du von einem großen schwarzen Ding hineingesogen, so wie ich? Hä? Ich wollte von einer Schaukel einfach in einen See springen. Aber wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Wolltest du es endgültig für dich beenden, da du nicht entscheiden konntest, wer deine Wifi ist? Oh, bitte, lass dem so sein. Nein, nicht mal ansatzweise, Neptune. Ich und meine Wifis wissen doch, dass wir die jeweils andere Wifi des anderen sind. Also es gibt keinen Grund, sich nur für eine zu entscheiden. Tatsache ist, genau das ist der Grund, warum ich überhaupt in den See gesprungen bin. Ich wollte mehr Wifis suchen in einer anderen Welt.
Nein, 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 nein. Nichts davon erklärt auch nur ansatzweise, warum du in einen See gesprungen bist. Warum nicht? Naja, man hat mir immer beigebracht, dass Drachengötter in den Tiefen der Seen schlafen, die dich in eine andere Welt bringen. Oh, wirklich? Auch wenn man es dir beigebracht hat, es ist ziemlich unglaublich, dass du einfach so ohne zu zögern in einen See springst. Mach dir darüber keine Sorgen, Wifey. Als Resultat für meinen Mut habe ich es zu diesem Ort geschafft. Also dann, ich mache mich auf den Weg und finde Tonnen von Wifeys hier. Ah, warte, Red. Ich weiß schon mal, wen ich nicht in die Gruppe nehmen werde. Tekken! Oh, Tekken! Oh, it's Neptune! Oh, ich kenne diese Stimme. Das muss Harada sein. Ja, ich bin es. Nein, ich bin nicht Harada. Ich bin Tekken. Taken, hä? Du bist dieser coole Schauspieler oder diese coole Schauspielerin in diesem Fall eher, welche sich durch. Oh Gott. Who throat shops everyone? Well, naja, throat shop ist halt hier ein Schlag an die Kehle. Also die jeden an die Kehle geht. Auf der Mission. What? Auf der Mission deiner Familie zu retten. I don't even know. Ich weiß nicht mal, worauf das eine Referenz ist. Nein, das bin ich überhaupt nicht. Ich werde langsam echt böse auf dich. Sorry, ich habe einen schlechten Scherz gemacht. Aber das ist nun mal, aber so steht's in meinem Vertrag. Es ist so etwas wie eine Regel für mich, verstehst du? Wie auch immer, ich habe dich seit dem letzten Spiel nicht mehr gesehen, Tekken. Ich weiß. Was hat dich in diese Dimension verschlagen? Naja, ich habe da oben in den Bergen mit meinem Bärenfreund trainiert. Ich wurde von einem Licht getroffen und bin dann hier gelandet. Von einem Licht getroffen? War es mysteriös? Ein großes Mysterium? Wie das mysteriöse Gras aus diesem berühmten Anime? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber ja, es war sogar sehr mysteriös. Ich habe sogar ein mysteriöses Lachen zur selben Zeit gehört. Es war so etwas wie... Naja, wo habe ich das vorher schon mal gehört? Okay, coole Geschichte. Ich habe eine weitere Frage an dich. Stell sie ruhig. Willst du mir helfen, ein paar Sachen niederzuschlagen? Aber auf jeden Fall. Lass uns nochmal auf ein lustiges Abenteuer zusammengehen. Ich frage mich, ob das mit der Lache nochmal hier wirklich angesprochen und aufgelöst wird. Es könnte natürlich meine Einbildung nur gewesen sein, aber mein Gehirn hat sich gerade angefühlt, als würde etwas in diesem Spiel hier fehlen. Was könnte es nur sein? Oh, richtig, es geht um die menschlichen Charaktere. Es ist so, als wäre eine, die in den Originalversionen der Spiele auftaucht und immer wieder eine... Und immer so etwas wie ein... Moment mal, diesen Satz hier muss ich jetzt erstmal auseinanderpflücken. Es ist... The ones who were in the original version of this game and became serious staples are missing. Das Serious Staples verwirrt mich gerade. Jetzt in Bezug auf Hyperdimension oder in Bezug auf das, worauf Marvelous basiert, nämlich Senran Kagura. Es ist, als wäre die eine, welche immer in der Originalversion des Spiels dabei war und eine Art Vorzeigecharakter für die Serie wurde, vermisst würde.
So in etwa kann man den Satz übersetzen, aber ich verstehe halt den letzten Part da nicht. Bezogen auf welche Serie? Das irritiert mich gerade. Ohne sie... Ah, okay, es geht also um ein Neptunia-Game. Aber warte mal, Marvelous? Kam Marvelous nicht erst in Victory vor? Als DLC-Charakter, glaube ich sogar nur? Hm. Huh. Naja, bei den Rebirth-Teilen war sie ja bisher mal dabei. Es fühlt sich einfach falsch an, dieses Spiel einen Neptunia-Titel zu nennen, ohne dass sie hier in diesem Spiel auftauchen. In dem Fall möge ich jemanden heraufbeschwören, welche mir hier hilft in diesem... Okay, alles klar. Ich merke gerade, ich muss wieder damit anfangen, mir die Sätze in Ruhe durchzulesen und dann erst zu übersetzen. So. In that case, I shall summon up a reliable ally to aid in my heroic struggle in this wicked world. In dem Fall sollte ich mir jemanden... sollte ich mir einen treuen Verbündeten beschwören, welche mir beisteht in meinen heroischen Kämpfen in dieser Wicked. Oh Gott, da gibt es so viele Möglichkeiten. Sagen wir einfach verdrehte Welt. Da ich der Hauptcharakter bin, weiß ich natürlich, wie ich ein oder zwei Charaktere beschwören kann. Ha! Ich beschwöre! Mavi ist hier. Bouncing Balloons are popping. Besser hätte man es nicht ausdrücken können in dem Fall. Und hier kommt die großbusige, das großbusige Ninja-Girl. Deren Kleidung aus welchem Grund auch immer niemals zerreißt. Das sage ich zwar, aber deiner Brust gebührt Bewunderung. Du scheinst, du könntest vielleicht sogar einen Vorteil gegenüber Word haben. Oh, bist du vielleicht Neptune? Jupp, auf jeden Fall. Ich bin Neptune. Der Anführer, welcher anführt. Da wurde schon wieder kurz angezeigt. Naja. Hurra, ich habe dich endlich gefunden. Hast du irgendwie etwas mit mir zu schaffen oder so? Da, schon wieder. Da stand kurz Marvelous AQL. Kurz bevor die Fragezeichen kamen. Yep. Jetzt steht ihr Name da, okay. Mein Ninja-Name ist Marvelous AQL und Istua hat requested my presence from the Ninja Academy item. Und Istua hat mich gebeten, nein, Istua hat mich von meiner Ninja-Akademie, welche ich besuche, naja, abgerufen. Es ist sehr gefährlich in letzter Zeit, also hat sie mich gebeten, euch Mädels aus den Schatten heraus zu helfen. Ja, wir hatten Szenerien von Gewalt über Gewalt in letzter Zeit, nicht wahr? Also, so sieht's aus. Nett, dich kennenzulernen, Neptune. Gleichfalls. Wie auch immer, tut mir leid, wenn ich das jetzt einfach so aus dem Nichts ansprechen muss, aber kann ich dich um einen Gefallen erbitten? Einen Gefallen, hä? Was ist es? Marvelous AQL ist hat viel zu viele Silben für meine Zunge. Kann ich dich einfach Marvi nennen? Wow, du gibst mir bereits ein Haustier, ein Spitznamen, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Ich wusste, dass das passieren würde, aber... Ja klar, Marvi ist in Ordnung. Kann ich dich dann Neppy nennen? Völlig in Ordnung mit mir. Neppy wurde von mir schon vor langer Zeit akzeptiert. Treten wir ein paar Ärsche zusammen, Marvi. Aha, werden wir, Neppy. Ich glaube aber, da das DLC-Charaktere sind, haben sie leider keine Lines für den Rest des Spiels, oder? Was ich jetzt schon, ehrlich gesagt, sehr schade finde. Wo bin ich denn jetzt gelandet, New? Oh, hier ist sie, Puchiko. Habe dich nicht seit dem letzten Spiel gesehen. Wait a minute. Wait a minute. Ich meine, das kann sich durch alle Dimensionen ziehen, aber
Neptune hat im letzten Spiel, glaube ich, nicht einmal Puccico zu Broccoli gesagt. Ich glaube, die hatten nie zusammen einen Dialog. Puccico hat sie nur in Rebirth 1 gesagt. Wie gesagt, das kann sich über... Wow. Handy, please. Das kann sich über Dimensionen hinweg ziehen, aber... ein bisschen komisch. Ich bin nicht Puccico, ich bin Broccoli. Wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen, bis du es dir merkst? New. Ah, Puccico ist Puccico. Vergiss es, New. Es dir immer wieder zu erklären, ist nur eine Verschwendung meiner Zeit. Wie auch immer, Neptune, wo bin ich? Ich erkenne diese Stadt dort nicht, New. Ahoi, das hier ist Planetune. Ach, ich hab mir mal auf meine Zunge gebissen, New. Ich war auf dem Weg zu Gamers, um ein paar Spielsachen zu holen. Aber ich bin hier in dieser merkwürdigen Stadt gelandet. Warum nur, New? Naja, was das angeht, bla de bla, yada yada des. So und so, dies und das, New. Okay, ich verstehe. Oh man. Du bist nichts weiter als nervtötend, wie ich sehe, New. Bah. Na, nicht mal ansatzweise. Oh. Wait a minute. Okay, ich habe das von Neptune falsch verstanden. Sie hat gedacht, das wäre ein Kompliment. Welches es nicht war. Das war eine Beleidigung, New. Wie immer, Puccico. Nein, nicht Puccico, Broccoli, New. Komm schon, wirklich. Es ist schon in Ordnung. Für mich ist Puccico immer noch Puccico. Du bist echt schlecht darin zuzuhören, New. Naja, es gehört zu meiner Art, das Gemurre anderer Leute auszublenden und nur auf mein eigenes auf mich selbst zu hören. Du bist so wie immer, New. Das war wieder eine Beleidigung, New. Ich habe eine Frage, ich habe eine Bitte an dich. Deiner Party beitreten, New? Ah, genau das habe ich von Puccico erwartet. Scharf in Verstand und mit der Zunge. Du Telepathin, Kindred Spirit. Du bist viel zu nervig, also nein, New. Dun, dun, dun. Nur Spaß. Auf dich kann man sich nicht verlassen, also muss ich auf dich aufpassen. Also muss ich auch in diesem Spiel auf dich aufpassen, New. Yay, wie immer gewinne ich. Ach, noch ein Gruppenmitglied. Dann geht's weiter. Mages, yes, please. Es ist einfach nicht genug. Ich habe das unglaublich starke Gefühl, dass ich nicht genug schon im Bio-Leute in meiner Party habe. Diese Serie verkauft sich so gut, weil wir charmante, unterschiedliche Mädels haben, womit wir die Baddies bekämpfen können. Also gibt es eine riesige Lücke von schon im Bio-Characters. Including Iffy mal ausgeschlossen. Um unseren Spielern das zu geben, was sie wollen, könnte ich hier zufällig ein solches Mädel hier finden? Im Idealfall wäre sie auch noch mysteriös und intelligent. In anderen Worten, ein magietypischer Charakter. Ein magietyper Charakter, so. Nicht typisch, Typ. Aber eine solche Art von Person könnte doch nicht zufällig hinter der nächsten Ecke auftauchen. Kü. Great Giggles of Despair. Was so alles in der Welt war das? Hä? Wo bin ich? Und da ist jemand aufgetaucht.
Hallo, ich bin es. Ein mysteriöses Licht hat mich verschleppt. Und ich stehe nun in einem unbekannten Land. Es könnte sein, dass die Organisation daran schuld sein könnte. Untersucht die Sache schnell, aber mit großer Vorsicht. Oh, hey! Viel Glück euch. Lutscht nev im Mag. Whatever. Phew. Hä? Wer bist du? Nein, verrat's mir nicht. Ich habe das Gefühl, dass hier ist nicht unser erstes Treffen. Warte, was? No, don't tell me I feel this is not our first time meeting. Yeah, it's not. Fangen wir mit unseren Namen an, okay? Mein Name? Verstehe. Du mögest mich Mages nennen. Mages, hä? Huh? Nein, Mages. Verstehe. Mages, hä? Huh? Ich sagte doch bereits, es ist Mages. Du setzt den Punkt am Ende hin. Das ist Teil meines Namens, also vergiss es nicht. Ich verstehe nicht, wie es in irgendeiner Art und Weise die Aussprache beeinflusst, aber was auch immer. Mages soll es dann sein. Und du bist Neptune, ja? Aha. Die Protagonistin von allen Hauptcharakteren. Die Heldin von allen Dingen, Neptune. Du musst die Situation verstehen. Ah, du musst verstehen, wie die Situation gerade hier läuft. Du solltest es mir lieber erklären. Verstehe, ich habe so das Gefühl, unsere Wege haben sich schon einmal geschnitten. Aber daran zu denken, dass du die CPU aus meiner Welt bist? All is intentional. Das ist alles geplant? Okay. To think I would transcend dimensions due to magical science accident for dimensional sliding. What? Also die Dimension überschreiten durch einen magischen wissenschaftlichen Unfall. Bezüglich dimensionalen Überschreitens. What the fuck? Alright. Dimension, was für hüpfende Wissenschaften? Hast du das gegessen? Wie schmeckt es? Um es simpel auszudrücken, ich habe damit herumexperimentiert. Achso, ich habe mit Sprüchen experimentiert, die es mir erlauben, zwischen Dimensionen zu reisen. Dimensionreise-Nachforschungen? Magier können solche Sachen tun? Ich bin keine einfache Magierin. Vom Schicksal auserkoren habe ich das weite Wissen nicht nur über Magie, sondern auch über Wissenschaften. Diese beiden Disziplinen habe ich zusammengeschlossen. Und nun bin ich die verrückte Magierin. Well. Ich kann alles möglich machen. Das ist das Lachen. Das gehört zu der verrückten Magierin natürlich. Also, einen Moment mal. Verstehe ich das also richtig, dass Mages dafür verantwortlich ist, dass nun alle hier sind? Außer Mavi. Mavi wurde von Neptune beschworen. Aber ansonsten sind jetzt alle hier wegen Mavi. Mages. Brr. Echt jetzt? Ist das der Plot von dem Ganzen? Okay, also wenn wir deine tolle Wissenschaftsmagie benutzen, kannst du mich dann zurück in meine Dimension bringen? Nein, das ist unmöglich. Ich bin gerade mitten in meinen Nachforschungen über Dimensionsreisen. Also ist der Zauber noch nicht komplett. Wie ich bereits sagte, durch einen Unfall während meiner Experimente bin ich einfach hier so gelandet durch Zufall. Äh,
würde ich die ganze Sache noch einmal wiederholen, gäbe es keine Garantie dafür, dass ich dich in uns, dass wir uns in unserer Originaldimension wiederfinden werden. Verstanden. Ich dachte, wir könnten, aber... Fürchte dich nicht. Mages, die verrückte Magierin, wird ihre Nachforschung zum Ende bringen und dich sicher nach Hause geleiten. Bin ich jetzt endlich durch mit dem Lesen? Bin ich durch? Thank God! Thank God! Jetzt ist nicht mein Kopf kaputt, also der auch, schon immer irgendwie, aber jetzt auch noch meine Zunge. Ich könnte es jetzt echt nicht mehr. So, oh Gott, so viele Charaktere. Ist es eigentlich unsere Histoire? Es ist unsere Histoire. Auch wenn sie... Ich hab sie ein bisschen... Ist das unsere Histoire? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das ist unsere Histoire. Die haben alle schon so richtig geile Sachen. Alter, nee, oder? Okay, Histoires... Moment mal. Okay, Histoire ist OP. Okay, ich weiß schon, wen ich nicht benutzen werde hier. Alle anderen sind völlig normal von den Werten. Okay. Wir machen hier eine kurze Pause. Ich werde das Team einstellen. Die ganzen Kombos einstellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und bis gleich.